Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt bei Rund um Star Citizen, heute im Chip Talk mit der Gladiator. Und dann steigen wir doch mal ein, die wurde von Anvil damals gebaut, ist schon ein etwas älteres Schiff, aus den Messerzeiten noch, wo das Messerregime noch geherrscht hatte, über die, sag ich mal, über die Menschen, was natürlich eine sehr, sehr harte Zeit war. Aber das ist mehr Lore, das lassen wir erstmal nebenbei weg. Was natürlich interessant ist, wir haben hier einen Bomber, wo zwei Leute drin sitzen können, einen Piloten und einen Gunner. Mit einer sehr guten, sag ich mal, Tragkraft an Missiles und auch Torps und auch noch mit einer vernünftigen Frontbewaffnung. Da gehen wir jetzt auch gleich drauf ein, ihr Lieben. Was noch interessant ist, ist ein trägergestützter Bomber. Müsst ihr drauf aufpassen, wenn ihr das Schiff gerne kaufen möchtet oder es gerne in Besitz haben möchtet, denkt daran, dass ihr ein Mutterschiff benötigt. Entweder eine Kraken, eine Idris, ein Bengal Carrier, wenn man es hat. Nee, sowas in der Art benötigt man tatsächlich, um nachher später auch mit der Gladiator Spaß zu haben, weil es ist kein Medium, sag ich mal, Langstrecken, sage ich mal, Bomber, sondern auch kein Deep Space Bomber, sondern tatsächlich für den Nahbereich wird das Ding eingesetzt oder braucht eben ein Trägerschiff, damit es dann eben in den Operationsraum gebracht werden kann, wo dann die Gladiator operieren soll. Was natürlich sehr gut ist, kommen wir einmal kurz zu der Bewaffnung. Wir haben quasi erstmal von der Frontbewaffnung her, haben wir zweimal Size 3 an den Tragflächen. Und der Turm hat zweimal Size 1, was für einen Bomber voll und ganz ausreichend ist. Wenn wir dagegen uns die Eclipse angucken, die hat zweimal Size 2 an der Bewaffnung mit den Gatling Guns, das war's. Also hier haben wir schon mal eine höhere Frontbewaffnung, was dem auch schon mal ganz gut ist, weil wir auch hier auch eine gute Missiles-Rack-Last haben. Das bedeutet, wir haben hier, wenn wir uns das einmal hier unten kurz angucken, von den Missiles her, haben wir tatsächlich, an den Seiten kriegen wir zwei Bays pro Seite drunter. Das bedeutet, dass wir vier Bays ranbekommen. Und wenn wir jetzt keine Size 3 Missiles ranmachen, können wir auch hier Size 1 und 2, Size 2 Missiles ranmachen. Size 2 würden wir jedes Mal zwei Stück rankriegen. Dann hätten wir nämlich da schon mal auf der Seite vier pro Seite. Oder wenn wir einer Missiles nehmen, dann kriegen wir sogar acht Stück pro Seite ran. Das heißt, wir kriegen 16 Size 1 Raketen mitgeliefert, wenn wir das möchten. Oder eben acht Stück Size 2. Oder eben vier Stück Size 3, wenn wir das gerne haben möchten. Plus dazu noch in der Torp Bay, wo wir dann tatsächlich noch Size 5 haben, was wirklich Torps sind. Und davon haben wir auch vier Stück am Start, was wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Feuerlast ist. Das heißt, wir haben hier einen Bomber mit einer hohen Tragkraft an Raketen, Missiles und eben dazu eben noch die Torps, um zum Beispiel mittlere oder größere Schiffe bis Large, also sowas wie Caterpillar, Vanguards kann das Ding, Schiff auch schnell kaputt schießen oder eben auch 600 Is, also sag ich mal Schiffe von Mittel bis Large, kann der Gladiator auf jeden Fall sehr gefährlich werden und den gar schnell ausmachen, wenn sie denn ihre Torps abschickt. Sie sind zwar nur Size 5 Größe, sind die kleinsten Torps, aber trotzdem haben die eine gute Feuerkraft und können auch hart zuschlagen. Gerade wenn man im Squad unterwegs ist, zum Beispiel mit zwei Gladiatoren und vielleicht noch mit zwei Hornets dazu, dann wird sie richtig gefährlich, wenn man sie noch im Squad fliegt. Auf jeden Fall ist das ein sehr, sehr schönes Schiff. Wie gesagt, ganz wichtig, trägergestützt. Müsst ihr mal aufpassen, dass ihr wirklich einen Träger habt, um eben das Schiff auch in den operativen Bereich zu transportieren, wo denn der Einsatz stattfinden soll. Gucken wir uns doch einfach mal dazu noch mal ein paar Bilder dazu an, wie sie damals designt werden sollte. Das waren quasi die Konzeptzeichnungen, wo sie damals angefangen haben, die Gladiator zu bauen. Was natürlich wichtig war, die Hornet und die Gladiator sind aus dem gleichen Zeitalter von der Lore her und man sollte wirklich, sag ich mal, die Manufaktur Anvil wiedererkennen bei beiden Schiffen, was auch sehr, sehr, sehr gut gelungen ist. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Schiff. Das, was Sie hier oben sehen, das ist sogar eine kleine Radarschüssel, damit sie auch bestimmte Daten eben auch einfangen kann, um die dann eben weiterzugeben. Oder um bestimmte, sag ich mal, Sachen aufzuspüren, wenn zum Beispiel, also die Gladiator haben auch die Möglichkeit, sag ich mal, aufspüren von Signaturen in einem kleinen Umfeld. Natürlich nicht so gut wie die Terrapin, bei weitem nicht, oder auch nicht wie die Ghost, aber sie kann tatsächlich auch andere Schiffe aufdecken mit dem Turm, den sie da oben drin hat, mit den Array. Auf jeden Fall ist das auch wieder ein Erkennungsmerkmal, was die Hornet ja auch hat. Die Hornet hat ja diesen Bullet-Turm, sag ich mal, drin, wo ja oben der Turm drauf gesetzt ist. Und hier haben wir dann eben den Turm, wo ein kleiner Array drauf ist, um bestimmte Daten einzusammeln, um dann eben die auszuwerten zu können. Zum Beispiel feindliche Bewegung in einem kleinen Raum. Ist natürlich, wie gesagt, nicht vergleichbar mit der Ghost oder mit der Terrapin. Da kann sie bei weitem nicht mithalten. Das ist nur ein kleines, sag ich mal, Feature, was sie mit dabei hat.
Was ist noch zu sagen zu diesem schönen Schiff? Wir können ja noch mal ganz kurz auch in die Broschüre reingucken. Wie gesagt, die Broschüre ist schon ein bisschen älter. Ein sehr, sehr schönes Schiff, wie ich finde. Mit einer sehr schönen Traglast an Missiles, wie gesagt. Wir kriegen hier zweimal Size 3 pro Seite rauf. Oder eben 8 Stück im ganzen Schiff an Size 2 oder 16 an Size 1, die kriegen wir tatsächlich ran. Dann müssen wir hier nur einmal den Missile Launcher umbauen, damit wir dann eine andere Halterung haben, dass wir die andere Raketengröße raufbekommen. Also, sage ich mal, Size 3 an Raketen ist das Größte, was raufpasst. Und wie gesagt, in der Torpay haben wir dann viermal Size 5 tatsächlich verbaut. Ein sehr, sehr schönes Schiff, wie ich finde, optisch gesehen. Gefällt mir sehr gut, weil es auch ein älteres Schiff ist. Hier sehen wir nochmal den Ray oben drauf. Und hier kommen wir an das Komponentensystem sehr, sehr, sehr schnell ran. Zum Beispiel, wenn sie in die Wartung gehen soll, wenn sie wieder, wenn Daten, das ist eine Schnittstelle hier vorne, das fährt auch nach vorne raus, wo dann zum Beispiel die Mechaniker sehr schnell rankommen, um bestimmte Module und Komponenten umzubauen, um dann wieder sie für den optimal für die Operation, für die Mission vorzubereiten. Auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schönes Schiff, wie ich finde. Und aber wie gesagt, Trägergestütze, das müssen wir uns immer wieder im Auge befassen. Trägergestütztes Schiff hat auch einen Schleudersitz, das heißt, man kann auch rausgeschossen werden über den Schleudersitz. Auf die Daten gehe ich jetzt nicht so ein, weil das sind ganz, ganz alte Daten noch aus der Broschüre. Das ist noch das Item Level 1, was wir hier hatten. Jetzt haben wir das Komponenten Item Level 2, was dann noch immer weiter ausgebaut wird. Und da sind auch schon wieder andere Komponenten denn vorgesehen. Aber ich denke mal, das ist erstmal die Gladiator, ein sehr schönes Schiff von Anvil gebaut. Und wer so ein Schiff gerne haben möchte, ein Bomber, ist man da, denke ich mal, sehr, sehr, sehr gut mit beraten. Wenn wir nochmal zu dem Preis kommen sollten, das ohne Mehrwertsteuer kostet das Schiff $165. Ich denke, für das Schiff, was es kann, ist es ein angemessener Preis. Ein sehr, sehr, sehr schönes Schiff, wie ich persönlich finde. Gerade wenn man jetzt ein Fan ist von Bomber oder wenn man zum Beispiel Raketen spammen möchte, ist es ein sehr, sehr schönes Schiff. Ich denke mal, das ist die Gladiator. Wenn ich wieder neue Informationen habe, die wird auch noch ein kleines Rework bekommen. Die wird jetzt nicht so bleiben, wie sie ist. Da wird noch was angepasst werden im Laufe der Zeit. Dann werde ich das auf jeden Fall nochmal neu euch informieren über den neuesten Stand der Gladiator. Die nächste Sendung, die ich hier aufnehmen werde, das wird dann die Eclipse sein. Die werden wir auch nochmal durchsprechen. Das ist die Eclipse, ist dann ein Tarnkappenbomber mit modernster Technik. Diesmal nicht mit alter Technik, sondern mit modernster Technik. Auch ein sehr, sehr cooles Schiff von Aegis, und das gucken wir uns dann als nächstes an. Bis dahin, euer Fexy. Ciao, ihr Lieben. Bye, bye.